Hi, this is Rainer, founder of the Mindful Leader, host of the Mindful Leader podcast, and creator of the 12-week High Performance Mind program, a unique combination of training, coaching, and masterminding, where you can become a certified mindful leader in tech, product, or design. The Mindful Leader podcast allows you to learn from experts in the areas of mind management and biohacking, using the latest science and technology to achieve a state of a high performance mind. In this episode of the Mindful Leader podcast, I have a special guest here, Dr. Manuel Burzler, and I'm glad that he joined us. Manuel is a functional medicine doctor at the Bode Institute. Bode stands for Burnout Diagnostic in Munich. He actually lives near Munich and specializes in epigenetics, but also is a co-founder of Mindbase in Germany, who are offering a very unique educational program, actually the first of its kind, to become an epigenetic coach. He's also leading the German Society for Natural and Functional Medicine, as well as epigenetics. I got to know Manuel a while ago, while I was going deeper into epigenetics as part of my biohacking, and a friend of mine recommended to contact him as he had launched at that time already a new training and coaching program on epigenetics. You may have heard about genes and your DNA, but what you may have not heard yet is that epigenetics is the driver behind your genes. Think about epigenetics as the software which is able to turn certain genes in your body on or off. Isn't that cool that you can actually control your genes using epigenetics? In this podcast, you will learn the basics and the high-level overview of epigenetics, the science behind it, and why you should care about it as a leader. We will then go through different aspects of epigenetics, like nutrition, intermittent fasting, right, but also detoxification, as well as other relevant areas that you can then investigate for yourself and where you can potentially make some simple changes to your lifestyle to rewrite the software of your genes. So if you want to get a solid introduction to epigenetics and learn about its potential on how it can change your life, I encourage you to listen to this episode of the Mindful Leader podcast with Manuel Burzler. See you there. Hello, hier ist Rainer, Gründer von The Mindful Leader und der Mindful Leader Podcast. Heute mal ganz besonderes Format in Deutsch. Und wir werden natürlich sicherstellen, dass wir auch Untertitel in Englisch mitliefern. Aber die Idee war einfach, auch mal was Neues auszuprobieren. Und wichtig ist es auch, dass wir halt ein Gespräch aufbauen, wo wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Ich habe heute hier Dr. Manuel Burzler. Manuel, erstmal hallo und freut mich, dass du mit dabei sein kannst. Ja, danke. Danke für die Einladung, Rainer. Ja, und ich erzähle vielleicht noch ein bisschen Hintergrund auch von der Geschichte. Also ich bin ja selbst seit Jahren sehr aktiv in dem ganzen Bereich Biohacking, habe mich dann auch mit Genetik, auch Epigenetik und so Themen interessiert, weil ich gemerkt habe, ne, als Informatiker, das ist im Prinzip der Blueprint, also der Grundaufbau, wie der Mensch funktioniert, und das ist ja bei jedem anders. Und auf der anderen Seite sind dann auch die ganzen Umwelteinflüsse, die letztendlich dann die Ursache letztendlich dann bewirken, wie unsere Gene dann ausgedrückt werden. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, natürlich auch sehr komplex. Und das ist auch jetzt nicht was, wo man mal von heute auf morgen so reinkommt. Da ist viel Wissen dahinter. Und so bin ich eigentlich dann auf Manuel gestoßen. Ich erzähle erstmal so ein bisschen Hintergrund. Ne? Manuel ist integrativer Mediziner und Arzt für also funktionelle Medizin, auch Epigenetik in Praxis in München. Interessanterweise aber dann, wie ich auf ihn aufmerksam wurde, war durch deine Mindbase, also Mindbase als
Epigenetik-Coaching-Ausbildung oder auch die erste Epigenetik-Coaching-Ausbildung Deutschlands. Das hat mich natürlich fasziniert letztes Jahr, oh, weil ich auch tiefer in diesen Bereich noch reingehen wollte. Und so bin ich dann auf Mindbase erstmal aufmerksam geworden und dann dadurch auch im Gespräch den Manuel dann kennengelernt. Und ich habe dann auch gleich gemerkt, das hat super gepasst. Also zum einen inhaltlich in der Ausbildung, was alles gemacht wird, aber auch Manuel von seinem Hintergrund und was er alles da schon gemacht hat und auch die Zielsetzungen, die da verfolgt werden. Also super, ne? Und das sind eigentlich zwei spannende Themen. Auf der einen Seite Arzt, integrative funktionelle Medizin. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, was da überhaupt dahinter steckt, auch nochmal, weil viele der Hörer vielleicht sich da auch noch nicht so ein gutes Bild machen könnten. Mitochondriale Medizin, Epigenetik, das sind schon mal sehr spezielle Gebiete, die aber absolut fundamental sind für das, was wir machen, jeden Tag, wie wir funktionieren. Und als Tech Leaders, als Führungskräfte im digitalen Bereich, wenn wir da unterwegs sind, da brauchen wir natürlich volle Funktionsfähigkeit von Body und Mind. Und da ist es natürlich wichtig, wenn wir diese, ich nenne ja das Programm, was ich da entwickelt hatte in den letzten Jahren, High Performance Mind. Wenn wir also ein High Performance Mind mit der nötigen Klarheit, aber auch dem nötigen Fokus und Energie entwickeln wollen, dann muss natürlich auch vom Körper her alles funktionieren und top sein. Und das ist, wo wir dann uns mal ein bisschen Mitochondrien anschauen wollen und Epigenetik. Also da freue ich mich schon auf das Gespräch heute. Manuel ist aber auch noch zusätzlich auch noch erster Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Naturstoffmedizin, funktionelle Medizin und Epigenetik. Und er ist auch viel unterwegs, Vorträgen, Seminaren zu diesen Themen, also sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe gerade gehört, auch ist gerade mitten im Umzug raus in die Berge. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, dass da so ein bisschen was teilst. Aber erstmal, wie gesagt, willkommen und erzähl vielleicht erstmal so ein bisschen was auch noch über dich, was ich jetzt in dem kurzen Abriss nicht vergessen habe im Prinzip. Ja, danke, Rainer, für die Vorstellung. Ja, ich bin Arzt mit eigener Praxis, beziehungsweise einer Gemeinschaftspraxis, wo wir uns um die Ursachen kümmern von Erkrankungen. Wir haben viele Patienten, die von A nach B laufen, schon jahrelang andere Ärzte besucht haben und keiner ihnen so richtig helfen konnte. Die meisten Patienten kommen tatsächlich aus dem ganzen Dachraum. Und wir schauen wirklich tief nach der Ursache, warum die Zelle sich selber nicht mehr regenerieren kann. Und das ist eigentlich, der Körper ist ein total intelligentes Wesen. Der will sich eigentlich die ganze Zeit gesund erhalten. Und irgendwann hat er mal die Fähigkeit verloren, bestimmte Zellen haben die Fähigkeit verloren, sich selber zu regenerieren, sich selber zu heilen. Und dann werden wir krank. Und eigentlich so simpel ist es. Und da, wenn ich darüber auch spreche, ja, dann kriege ich schon Gänsehaut, weil der Körper ist das intelligente Wesen, was uns wieder am Ende aus der Krankheit wiederholt und gesund macht und nicht irgendwie ein Medikament oder einfach nur vielleicht ein Medikament, was Symptome killt. Und ja, das machen wir in der Praxis, da sind wir relativ gut drinnen. Und da spielen die Themenbereiche Genetik, Epigenetik, Umweltgifte, natürlich aber dann auch Mindset und ein unterschiedliches Dinge sozusagen eine Rolle, wie wir die Zelle und den Körper wieder dazu bringen, dass er wieder gesundet. Und ich persönlich beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang damit, denn ich bin ganz anders aufgewachsen. Also meine beiden Eltern haben sich beruflich einfach damit auseinandergesetzt die ganze Zeit. Mein Vater ist auch Buchautor, Wissenschaftler, hat sich viel mit dem Mikrobiom, also mit der Darmflora auseinandergesetzt, wie man richtig, was man essen kann, damit die Darmflora gesund bleibt. Und Entgiftung war auch schon immer ein Thema in der Familie. Und aus dem Grund habe ich mich natürlich dann auch relativ früh, auch in meiner ärztlichen Karriere, Richtung medizinisch sozusagen in die Richtung entwickelt. Wie kann ich denn wirklich unseren Körper gesund erhalten? Was brauchen wir? Und was können wir sozusagen machen, damit wir präventiv gesund bleiben?
Und eine andere Herzensangelegenheit von mir war tatsächlich ganz früh schon, sich mit sich persönlich auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich mit 18 Jahren schon in so eine Persönlichkeitsentwicklungsschiene gegangen, habe das dann schon früh mit Medizin verbunden während meinem Medizinstudium und habe dann da geschaut, okay, wie kann man das Ganze verbinden? Und das Faszinierende war für mich die Wissenschaft der Epigenetik. Denn die Wissenschaft der Epigenetik verbindet die Medizin mit dem Teil Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Psychologie. Und das hat mich total fasziniert und dann habe ich mich da relativ tief hineingekniet und gesehen, welches Potenzial da drin steckt in dieser Wissenschaft. Und ja, während dem Gespräch sozusagen werden wir jetzt so ein bisschen da ein bisschen tiefer reingehen. Und es ist einfach super spannend, weil wir können mehr machen, als wir denken. Und mittlerweile haben wir dafür eine Wissenschaft und viele Studien dazu, dass wir wissen, okay, was können wir denn hier für uns tun? Ja. Ja, absolut. Und vielleicht hilfreich hier an der Stelle auch erst nochmal den Begriff zu erklären, funktionelle oder integrative Medizin. Viele der Zuhörer gehen vielleicht ganz normal zum Arzt, Hausarzt oder ne, was auch immer. Und vielleicht der Begriff ist vielleicht hier und da noch nicht so ganz geläufig, aber vielleicht da nochmal so ein bisschen Background, einfach, dass man nochmal versteht, was das überhaupt heißt. Ja, ein ganz normaler, also wenn man zum Arzt geht, dann sagt man, okay, man hat das und das Symptom, dann hat man zum Beispiel Fieber, ja, und dann sagt der Arzt, okay, wir haben hier ein Virus eventuell und aufgrund dessen hat derjenige Fieber. Das ist was ganz Simples. Aber wenn wir zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben wie Bluthochdruck, dann sagt auch der Arzt, okay, ich gebe dir jetzt gegen den Bluthochdruck ein Medikament, dann geht der Blutdruck wieder runter und alles ist gut. Was wir funktionellen Mediziner machen ist, wir schauen uns an, was ist denn wirklich die Ursache dafür, dass der Bluthochdruck entsteht und behandeln die Ursache und schauen hier in die Regelkreisläufe in der Zelle, was unsere Zelle benötigt, damit am Ende der Bluthochdruck sozusagen selber vom Körper geregelt wird. Und wir geben kein Medikament, nicht einen Blutdrucksenker, sondern wir behandeln die Ursache. Und das ist sehr, sehr komplex. Das bedeutet, wir schauen uns alle möglichen Bereiche an, von Darm bis andere Regelkreisläufe, Hormone und so weiter. Aber auch, wir schauen tief in die Zelle, mit welchen Umweltgiften ist denn zum Beispiel meine Zelle belastet? Mit welchen Umweltgiften ist mein Mitochondrium belastet? Unsere Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke, die uns jeden Tag Energie spenden. Und warum kann die Zelle sozusagen nicht richtig arbeiten? Und unser ganzer Körper ist ja ein Zellhaufen. Ja, wir bestehen aus 50 bis 100 Millionen Zellen. Das bedeutet, jede einzelne Zelle sollte funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert, nicht gut funktioniert, dann kann es zu Störungen kommen. Und zum Beispiel zu Bluthochdruck. Ja, und wir schauen uns hier einfach an, was können wir hier machen? Und das eher auf natürlicher Lebensweise oder mit natürlichen Dingen, um zum Beispiel Verbesserungen der Lebensweise, Verbesserung der Nahrung, aber auch Entgiftung der Zellen. Genau. Ja, und das ist halt spannend. Ne? Das hat mich damals ja auch fasziniert, vor 10 Jahren, wie ich noch in den USA war, in Kalifornien, wo ich selbst gemerkt habe, wie ich als Tech-Leader da beschäftigt war, High-Pressure-Environments, Slots, jede Menge Stress und so weiter. Ne? Und dann gemerkt habe, oh, jetzt fängt es langsam an, bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Ne? Und bin dann rum zu den Ärzten und ja, die sind natürlich alle gut in ihrem Fach, aber ich habe letztendlich Pillen gekriegt, die dann tatsächlich versucht haben, die Symptome zu lindern und mich dann zum Beispiel in meinem Fall Bluthochdruck, ne? Also wo ich dann diese Pillen genommen habe, da hat sich eigentlich nicht viel getan, aber jetzt auf einmal kamen alle möglichen Nebenwirkungen raus. Und ich habe mich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht groß ausgekannt mit Biohacking oder alles, das war noch vor der Zeit. Habe aber dann gemerkt, das kann nicht der Ansatz sein. Und ich wusste aber auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass es zum Beispiel dieses ganze Gebiet Functional Medicine, wie es da heißt, gibt oder hier in Deutschland integrative, funktionelle Medizin. Das hatte ich gar nicht gewusst und deshalb bin ich auch zu den falschen Ärzten gegangen,
weil die halt mir nur Symptome halt lindern wollen, was aber dann eigentlich nichts bringt. Ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Denkansatz, wenn man seine Gesundheit auch optimieren will. Und ich will ja eigentlich dahin kommen, gerade jetzt mit der Audience, die sich diese Podcasts hier anhört, dass wir die Themen proaktiv angehen und nicht erst dann, wenn es überall zu spät ist, man pfeift sozusagen aus dem letzten Loch, ne? Und dann sind diese ganzen Symptome da. Idealerweise, wenn du jetzt hier zuhörst und du hast noch keine Symptome und bist noch einigermaßen fit, dann ist jetzt die Zeit, loszulegen und über so Themen wie Biohacking und dann natürlich, du lernst heute auch natürlich viel über Epigenetik, was man da alles noch drehen und machen kann. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, erstmal einen guten, kompetenten Partner, also einen Arzt zu haben, der diesen Bereich auch tatsächlich so angeht mit funktioneller Medizin. Weil ich glaube, das ist das war meine Erkenntnis damals, das Wichtigste, dass man so einen Experten mit so einem Experten zusammenarbeiten kann, der sich da tief drin auskennt. Und dann eigentlich ja mehr der proaktive Ansatz, anstatt hinzugehen, wenn es schon brennt. Ne? Siehst du das auch so? Oder? Ja, also ich finde, die Patienten, die zu mir kommen, die sagen, okay, ich möchte präventiv für mich was tun, das sind meine Lieblingspatienten. Ja. Es sind aber tatsächlich relativ wenige, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die eher erst zum Arzt geht, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Aber ganz klar, das ist der beste Zeitpunkt. Wenn es einem gut geht, dann kann man loslegen. Und da kann man sehr, sehr viel tun für sich und präventiv vorsorgen. Ja, ja, absolut. Und das ist auch, wo ich so mit der Podcast und generell mit meinem Blog und der Arbeit jetzt um das Thema High Performance Mind, wo es darum geht, lass uns proaktiv Sachen angehen und besser verstehen. Als Informatiker gucke ich mir natürlich Systeme der Software an. Jetzt gucke ich mir, für mich war das damals noch viel interessanter. Jetzt kann ich mir mal den Mensch als System angucken, als sehr komplexes System. Ich glaube, wahrscheinlich eins der mitunter, ich würde sogar sagen, das komplexe System, was es überhaupt gibt. Ne? Allein schon, wenn ich runtergehe, dann auf die verschiedenen Teilsysteme, ne, Organe, dann noch tiefer letztendlich auf die Zellen oder noch kleiner runter. Das ist natürlich schon faszinierend. Und dann auch diese, wenn man das sich damit beschäftigt und auch sieht, diese Intelligenz, die dann dahinter steckt und das irgendwo alles möglich macht. Man muss eigentlich, geht so in die Richtung, was du vorher gesagt hast, man muss eigentlich gar nicht viel tun. Der Körper weiß, was zu tun ist. Und man darf dem Körper nicht irgendwie im Weg stehen. Ne? So sehe ich es mittlerweile. Ne? Genau. Ja, genau, richtig. Und das ist eigentlich richtig simpel. Ja? Also es ist simpel, die Denkweise ist simpel, aber der Körper hat ja alle Informationen, um sich selber wieder gesund zu machen. Und wir Ärzte haben eins verlernt, oder das wurde uns nie beigebracht, dass wir verstehen, dass wir nicht alles wissen über den Körper, dass wir nicht alle Stoffwechselkreisläufe kennen, dass wir nicht wissen, wie der Körper eigentlich am Ende wirklich die Zelle gesund macht, sondern der Körper macht das selber und er hat die Informationen dazu. Aber was wir Ärzte oder was wir persönlich für uns, wir Individuen und für uns selber tun können, der Zelle das optimale Milieu zu schaffen, wo sie arbeiten kann. Und leider schaffen wir uns Menschen mittlerweile Milieus, Umweltmilieus oder auch Arbeitsmilieus oder auch Milieus, in denen wir leben, in unserer Wohnung und so weiter, wo wir einfach keine optimalen Bedingungen haben für unsere Körperzellen, für unseren Körper. Und der dadurch dauerhaft zum Beispiel unter Stress geratet oder gerät. Mhm. Und wenn hier mehrere Stressarten dann aufeinander prasseln über längere Zeit, dann kann es dazu kommen, dass wir halt wirklich irgendwelche Symptome oder irgendwelche Krankheiten entwickeln. Mhm. Und ja, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich bin da ja selbst durch Stress verschiedenster Art beruflich. Aber es ist auch aus der Balance zu kommen. Ne? Das ist ein sehr schwieriges Thema, diese Balance immer zu finden als Führungskraft. Gerade im Startup, im Tech-Bereich, da geht es zum Teil drunter und drüber, Deadlines und alles muss passieren und schnell. Und
da vergisst man in der Regel sehr schnell, den Körper halt nicht auf den Körper zu hören oder den Körper wirklich zu vernachlässigen. Und wenn man das kurz macht, kurze Zeit, ja, okay, aber über längere Zeit, irgendwann kann der Körper das dann nicht mehr kompensieren. Ne? Und das ist dann letztendlich der Punkt, wo man dann hinkommt, wo dann die Energie nachlässt, wo verschiedene Symptome auftreten, wo dann der Körper tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert. Und dadurch verliert man natürlich sehr viel auch in der Leistungskraft, als wenn ich jetzt im Business unterwegs bin und habe nicht mehr die Power, die Energie, all die Sachen durchzuziehen. Der Körper will es einfach nicht mehr. Ne? Schlaf geht kaputt und dann Schlaf ist eines der wichtigsten Grundpfeiler. Wenn das auch noch wegfällt, dann ist Erholung so gut wie ausgeschlossen. Und dann haben wir so eine Spirale, die so nach unten geht. Ne? Daher dieser, ich glaube, der erste Takeaway ist, wenn du hier zuhörst heute und den Begriff funktionelle Medizin, integrative Medizin, schau mal in deiner Gegend, wo du jemanden finden kannst, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und vielleicht, Manuel, können wir da ein paar Links auch nochmal irgendwie an die Notes dranhängen? Gerne. Gibt's so ein Verzeichnis? Du bist ja auch da in dem Verein drin. Ne? Gibt es da so ein Verzeichnis, wo man solche integrativen Mediziner finden kann? Ja, das Verzeichnis wird gerade erstellt. Es ist gar nicht so einfach, wirklich Kollegen auch, gute Kollegen zu empfehlen, weil sich dieser Bereich hier in Deutschland gerade sehr etabliert, also oder erst gerade entwickelt. Aber es gibt schon, wir sind gerade dran, ein Verzeichnis zu erschaffen. Ja. Das werden wir auf jeden Fall noch dranhängen. Aber ja. Nehmen wir mal an, jetzt haben wir so eine Führungskraft oder einen Techie, und die Person sagt, ja, mir geht es eigentlich noch ganz gut, aber ich habe das jetzt gehört, was Manuel da erzählt hat, und Rainer, das macht ja Sinn. Ich will da mal loslegen und jetzt nehmen wir mal an, die Person macht jetzt einen Termin bei dir aus. Ne? Wie würdest du da vorgehen, wenn zum ersten Mal jemand jetzt bei dir ist und sagt, was mache ich und wie kann ich mich weiter verbessern oder wie sieht es aus generell? Also grundsätzlich ist es so bei mir in der ärztlichen Praxis, dass viele junge Menschen, die zu mir kommen, viele Dinge erstmal schwarz auf weiß haben möchten. Das heißt, wenn ich ihnen bestimmte Dinge erzähle, wie wir jetzt halt hier, dann sagen sie schön und gut, aber zeig mir erstmal, was in meinem System los ist. Und was wir erstmal machen, wir checken denjenigen erstmal grundlegend internistisch durch. Das heißt, alles von Schilddrüsen, Sonographie, also Ultraschall, Bauch, Ultraschall, also Abdomen, und Standardlabor, alles, was die Kasse bezahlt. Und das ist relativ wenig. Und aus diesem Kassenlabor sieht man auch relativ wenig raus. Aber man kann, wenn man es gut interpretiert, hat man so ein paar Vermutungen. Und dann gucken wir tief in die Zelle. Das heißt, wir machen unterschiedlichste Labordiagnostiken, also Blutdiagnostiken. Und hier kann man dann sehen, ist dann zum Beispiel, und die Zellmembran, ja, unsere Membran der Zelle, ist sie oxidiert? Oxidation bedeutet, wenn wir radikalen Stress haben. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Banane haben, die wird irgendwann schwarz. Das ist auch Oxidation. Und das kann auch mit unserer Membran passieren. Wenn wir viel Stress haben, kann unsere Membran zum Beispiel oxidieren. Das schauen wir uns an. Wir schauen uns an, wie die Mitochondrien arbeiten, also unsere Energiekraftwerke. Wenn die nicht mehr arbeiten können, werden wir irgendwann müde, träge. Dann schauen wir uns an, zum Beispiel gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein, wie auch der Vitamin-D-Haushalt ist. Und beim Vitamin-D-Haushalt ist es nämlich nicht so simpel, einfach nur Vitamin-D zu messen. Das ist ein bisschen eine andere Thematik. Und dann schauen wir uns noch an, wie ist denn der Körper beziehungsweise unsere Zellen mit bestimmten Umweltgiften belastet. Das bedeutet zum Beispiel Insektizide, Pestizide, Mikroplastik, Schwermetalle, Leichtmetalle, Schwermetalle wie zum Beispiel Quecksilber, Cadmium, Leichtmetalle wie Aluminium. Und wir sind nämlich alle belastet mit bestimmten Metallen. Es ist nur die Frage, wie viel und wie gut kann der Körper das noch kompensieren. Und kriegt man einen ganz guten Rundumblick. Und dann haben wir alles schwarz auf weiß und dann lege ich sogar sozusagen los, was wir therapeutisch machen können, um den Körper zu optimieren. Aber dann geht es auch los, okay, wie sieht es denn aus im Mindset?
Ja, wo sind denn die ganzen Stressfaktoren? In welcher Umwelt lebe ich eigentlich? In welcher Wohnung lebe ich eigentlich? Also hier zum Beispiel ist ganz nett, deswegen sind wir auch umgezogen, meine Partnerin und ich, wir sind aus München rausgezogen, wir haben mitten in München gelebt und umso älter man wird, umso mehr merkt man eigentlich, in welcher stressigen Umwelt man davor gelebt hat, mit wie viel Stressfaktoren von außen man gelebt hat und umso älter ich tatsächlich werde, umso mehr merke ich das auch. Und das wollte ich jetzt nicht mehr und deswegen sind wir jetzt in die Berge rausgezogen. Also wir haben einen wunderschönen Blick hier in die Berge raus aus dem Wohnzimmer. Wir haben auch weniger Elektrosmog. Das ist auch so ein Thema. Ja, früher hat man darauf ganz viel geachtet. Mittlerweile haben wir überall Belastung. Das muss einem bewusst sein und man muss sozusagen Konsequenzen daraus ziehen, beziehungsweise noch mehr für die eigene Zelle sorgen, weil wir sozusagen so viel Belastung damit haben. Und dieses Rundumbild, dort erstellen wir sozusagen dann einen optimalen Plan, wie man dann präventiv gesund bleiben kann, beziehungsweise auch die Zelle zum Beispiel entgiften kann von bestimmten Umweltgiften. Also das ist genau auch der Ansatz, den wo ich immer gesagt habe, show me the numbers. Ne? Also ich möchte gerne Zahlen und Fakten und alles basierend auf Science. Das ist halt wichtig. Ne? Und diese Sammlung erstmal, wie du das auch genannt hast, ne? Erstmal alles durchchecken, diese Sammlung dann von diesen Biomarkern letztendlich, ne? Also Kennzahlen, wie bestimmte Zustände im Körper sich gerade verhalten. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, wo man sich auch drüber im Klaren sein muss, Biohacker, das ist jetzt nicht ein One-Time-Ding, dass man das einmal macht, sondern man muss dann natürlich gucken, wenn man anfängt, diese Sammlung von Biomarkern erstmal aufzubauen, man muss sie verstehen, was das alles sind und dann anfangen, das zu pflegen. Und dann ist natürlich wie beim Auto Wartung, Sachen verändern sich, man macht auch Experimente, man probiert neue Sachen aus, vielleicht mal neue Ernährung, keine Ahnung. Dann verändern sich ja Sachen und dann heißt es wieder regelmäßig checken. Und ich glaube, so der Ansatz dann ist dann mit einem integrativen Arzt zusammen als Partner, als Experte, dann die nötige Klarheit und auch Guidance zu bekommen, wie man diese Biomarker jetzt interpretiert, weil das ist ja eigentlich das sehr, sehr viel Schwierigere bei der ganzen Sache, was ich so auch selbst über die Jahre entdeckt habe. Natürlich muss man wissen, was man auch alles messen muss oder sollte. Oh ja, da sind viele Problematiken drin, auch was du erzählt hast noch mit der Kasse, was wird jetzt bezahlt. Ich glaube, das ist auch so ein Mindset, was ich hier in Deutschland halt stark sehe, jetzt in den USA, bei uns früher, da war das eigentlich weniger verbreitet, da wusste man eh, man muss bezahlen und wenn man eine Leistung bekommt und klar, wenn man Glück hat und die Kasse zahlt, dann war es auch gut, ne? Aber ja, Gesundheit kostet Geld. Würdest du auch so sehen, oder? Ja, ganz klar. Also wer nicht bereit ist, für die eigene Gesundheit sozusagen zu investieren, aber stattdessen lieber in ein Auto oder in ein neues, anderes Gadget, dann ist man eigentlich selber schuld. Ja? Und das sage ich auch jedem Patienten. Ich sage, okay, Sie kaufen sich einen Tesla für 30.000 oder einen guten Tesla ist ein bisschen teurer, aber Sie wollen hier nicht gerade hier in die Diagnostik investieren, dann können Sie auch, haben Sie irgendwann keinen Spaß mehr mit Ihrem tollen Auto. Ja, und das ist super wichtig. Also meiner Meinung nach, an erster Stelle steht mein Körper. Und wenn mein Körper nicht mehr funktioniert, dann habe ich ein Problem. Ja. Und wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt so ein bisschen die Brücke zu Epigenetik, das ist ja jetzt dein Spezialgebiet auch, und das ist ja eigentlich ich denke, wenn man da jetzt die Prinzipien erstmal so versteht, und ich kann mich erinnern, da können wir auch vielleicht ein bisschen, kannst du auch erstmal ein bisschen auch Motivation, wie du überhaupt zu Mindbase und wie die Richtung Motivation, Mission, Vision davon war. Aber was ich da gesehen hatte, das Beispiel fand ich super, super greifbar, jetzt auch für die Audience, verständlich für Techies, ne? wenn man sagt, die DNA im Prinzip kann man sich so als Blueprint, als Hardware oder so vorstellen, ne? Die ist jedem gegeben
Und dann gibt es die Epigenetik als Software, die dann im Prinzip das Ganze jetzt aussteuert und manipuliert und dann das meiste rausholt oder auch gar nichts rausholt oder was Schlechtes rausholt. Das fand ich eine super Visualisierung im Prinzip mit diesem Hardware-Software-Vergleich. Ich nutze den auch selbst in meinen Teachings, wenn es um Brain geht, um Mind und so weiter. Da kann man das auch sehr schön damit visualisieren. Aber ja, erzähl vielleicht so ein bisschen mal über Epigenetik, wie du da reingekommen bist. Erstmal so ein bisschen Überblick, warum sollte man sich dafür überhaupt interessieren? Ja. Ich bin auch ein sehr, also ich habe so zwei, ich persönlich habe so zwei Dinge, die ich in meinem Leben ganz früh lernen musste. Ich bin ein sehr kopfgesteuerter Mensch, also mache viel in meinem Kopf sozusagen aus. Und habe immer mal wieder die Verbindung zu meinem eigenen Körper verloren. Also was heißt verloren, aber ich habe nie meinen eigenen Körper so richtig gespürt. Wann zum Beispiel es genug war, wann habe ich genug gearbeitet, wann war Schluss, wann hat mein Körper einfach gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Und diese Grenze habe ich nicht gespürt. Und ich musste früh schon erleben oder früh lernen, wann hört auf dein Körper. Und erstmal muss ich diese Verbindung wieder zwischen Kopf und Herz oder beziehungsweise Körper herstellen. Und das war so die erste Reise bei mir, die habe ich mit 18 begonnen, wo ich wirklich auch in meine eigenen Emotionen und Gefühle gegangen bin und habe während diesen Seminaren über mehrere Jahre hinweg gelernt und gesehen, welche wunderbaren Dinge dort passieren in diesen Seminaren, weil wenn die Menschen sich verändern, ihre Emotionen verändern, ihre Gedankenkreisläufe verändern, ihre ganzen Strukturen verändern und wie sich wieder Körper sich dann sozusagen, der Körper sich verändert. Und ich habe aber dahinter nie, auch während meinem Medizinstudium, ich habe mir das schon in irgendeiner Art und Weise erklären können, aber ich habe nie verstanden, wie denn das auf wirklich tiefer Ebene funktioniert. Und dann ist mir vor einigen Jahren die Wissenschaft der Epigenetik über den Weg gelaufen. Und die Wissenschaft der Epigenetik verbindet für mich einfach diese, sozusagen die Hard Facts mit den Themen die Gefühle, Emotionen, Persönlichkeit, Psychologie. Und das hat mich dann einfach unfassbar fasziniert. Das hat mich unfassbar fasziniert. Und diese tolle Visualisierung, die du gerade gesagt hast, ja, wir alle haben unsere Gene mitbekommen von unseren Eltern und uns wurde beigebracht, dass wir von unseren Genen bestimmt sind. Und das hat uns auch, habe ich in meinem Medizinstudium gelernt, das haben wir alle noch im Biologieunterricht gelernt. Doch wir wissen jetzt, dass wir nicht von unseren Genen bestimmt sind, sondern wir haben sie mitbekommen und wir selber können teilweise Einfluss darauf nehmen, wie unsere Genaktivität sozusagen beeinflusst wird und wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist die Epigenetik. Und die Epigenetik ist sozusagen nicht fest, sondern es ist wie eine Software, die man auch ein bisschen umschreiben kann. Ja, Teile sind fest oder sind schwer umzuschreiben, aber viele, viele Teile, die kann man umschreiben. Und dieses Umschreiben, das hat mich einfach unfassbar fasziniert und es fasziniert mich jetzt noch, weil wir auf unterschiedlichsten Bereichen hier umschreiben können. Wir können einmal direktes Hacking betreiben durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, ja, oder wir können aber Hacking betreiben durch zum Beispiel bestimmte Sportvarianten. Wir können Hacking betreiben durch Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn wir Persönlichkeitsentwicklung machen, kann man messen, dass die Epigenetik sich verändert, die epigenetischen Marker auf der DNA sich verändern. Und diese, ja, da wird halt sozusagen mein rationales Gehirn, ja, wird hier gespeist und das fasziniert mich. Und ja, genau. Das ist ja der Punkt auch wieder, dass das rationale Gehirn kann das eigentlich dann auch alles schön nachvollziehen. Ne? Wir haben die Gene, wir haben Biomarker, die man da abholen kann und überprüfen kann. Und dann kann ich das Hacking machen. Ich kann also die Software umschreiben, die Umgebung verändern, ob das jetzt Sport, Schlaf, Essen, Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer ist. Und dann kann ich wiederum sehen, was tut sich da? Also diese Zyklus, so als Wissenschaftler ist natürlich super spannend. Aber auch, dass du gemeint hast, die Verbindung
zum Mind, zum Geist, zur Persönlichkeit, hat einen riesen Einfluss darauf. Ja. Was mich in meiner Entwicklung, ich meine, die hört ja nie auf, aber was mich am meisten fasziniert ist, wenn man regelmäßig zum Beispiel meditiert und hier eine Regelmäßigkeit hineinkommt, was für unfassbar tolle Situationen oder auch Entwicklungen man macht und in welcher Geschwindigkeit auch. Aber auch diese Fähigkeit zu besitzen, irgendwann den Kopf und das Herz miteinander zu verbinden. Also ich nenne es immer Herzautobahn, weil ich mir das immer wieder auch vorstelle, wie der Kopf mit dem Herz verbunden ist, dass hier eine Autobahn dazwischen ist und hier wirklich eine tolle Verbindung ist. Und das auch in Meditationen mir vorstelle. Und das löst bei mir einen extremen Endorphinschub auch während der Meditation teilweise aus. Aber auch andere nennen das zum Beispiel Herzkohärenz. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und Herzkohärenz kann man tatsächlich auch messen durch sogenannte HRV-Messungen. Und das ist halt auch eine tolle Sache, dass man jetzt sagt, okay, wenn unser Kopf und unser Körper miteinander verbunden sind und hier eine bessere Verbindung da ist, können wir das Ganze messen. Und auch wieder für den rationalen Kopf, auch wieder, dass er gespeist wird und wir aber auch immer wieder ein Feedback haben, was tut unserem Körper eigentlich gut. Ja. Absolut. Und ja, ich meine, HRV-Messungen sind natürlich super, super hilfreich, um zu schauen, wie sich auch deine Resilienz entwickelt, insgesamt deine Verfassung, Selbstregulierung und die ganzen Sachen. Hast du da auch ein Protokoll, wie du das misst am geschicktesten? Ich nehme mal an, Ura-Ring plus Heartmath oder irgendeine Baseline, die du machst? Genau, also ich selber habe auch einen Ura-Ring. Habe ich gesehen, du hast auch einen. Genau. Ja. Hier schaue ich dann regelmäßig, okay, wie sieht meine HRV aus? Und dann gibt es Heartmath, mit denen arbeiten wir auch hier in Deutschland zusammen. Mhm. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, hier auch sein Parasympathikus zum Beispiel auch über Biofeedback-Training sozusagen zu trainieren. Denn der Parasympathikus ist ja, wir alle kennen Sympathikus, Parasympathikus. Zum Beispiel der Sympathikus bringt uns in die Aktivität, der Parasympathikus in die Ruhe. Und der Parasympathikus ist wie ein Muskel und den kann man trainieren. Und wenn man den regelmäßig trainiert, dann ist es sehr, sehr positiv für uns, weil wir viel besser unseren Körper in die Ruhe bringen können. Und wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen, ne, das kann ich nur aus eigenem Leid erzählen, oder in einer Führungsposition sind oder viel Stress haben, dann ist unser Sympathikus immer die ganze Zeit aktiv. Aber unser Parasympathikus, der wird kaum benutzt. Und deswegen ist es so wichtig, auch immer mal wieder eventuell über Biofeedback-Training, zum Beispiel über HeartMath, seinen Parasympathikus zu aktivieren und auch zu wissen, wie aktiviere ich ihn eigentlich. Und dann irgendwann hat man auch die Fähigkeit, zum Beispiel einfach aufs Klo zu gehen, sich 5 Minuten einzusperren und einfach ein paar Atemübungen zu machen und hier den Parasympathikus zu aktivieren. Ne? Ja, das ist ja das Coole dabei, dass viele dieser Techniken sehr, sehr einfach sind mit einer gewissen Atmung oder wie ich mich fokussiere beim Atmen. Die sind so einfach, die kann man überall machen. Man muss natürlich erstmal wissen, wie mache ich es erstmal, dass man da reinkommt. Man muss sich eine Angewohnheit dann irgendwie antrainieren, dass das auch so kommt. Und irgendwo mal einen Anfang kriegen. Also was du eben gesagt hast, Ura-Ring ist für mich auch de facto Standard. Sollte eigentlich, wenn es um Performance geht, sollte eigentlich jeder haben, weil das einfach schon mal eine Grundaussage gibt an Biomarkern wie Schlaf, aber auch die Herzratenvariabilität, HRV, dass man einfach schon mal was hat. Man hat die App, man guckt rein, man sieht, was da ist. Ne? Und dann, wenn man dann sagt, ich gucke mir jetzt zum Beispiel mit HeartMath, ich mache dann morgens nach dem Aufstehen so eine Messung als Beispiel. Man lernt mit der Zeit ein paar Übungen, was man tun kann. Und ja, das Ziel ist ja eigentlich dann dahin zu kommen, dass man, das war für mich irgendwann vor ein paar Jahren mal die Erkenntnis, dann habe ich zwar auch viel HeartMath gemacht, habe dann damit trainiert und alles, aber dann hat man auch immer gedacht, jetzt muss ich die ganzen Tech-Gadgets hier mit rumschleppen und immer dran denken. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, man braucht die ja gar nicht,
Man kann das ja dann, wenn das einmal funktioniert, sogar jetzt, während wir reden, kann ich zwischendurch wieder auf eine Grundatmung zurückgehen, ganz bewusst, und bringe damit das Nervensystem wieder in Ausgleich, die Regulierung. Ne? Also das ist, glaube ich, so das Coole, dass man mit der Zeit, wenn man mal angefangen hat mit so kleinen Sachen, die kann man dann einsetzen, einfach so, ne? Ohne großen Aufwand. Genau, ja. Ja, schön. Und aber jetzt gehen wir mal, also wir haben jetzt über HRV geredet, da bringen wir auch nochmal die zwei Links dazu, was man da, wer sich da interessiert, kann sich dann gerne da nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Aber jetzt mit der Epigenetik zurück, also wir haben natürlich die Einwirkung von der Umwelt, die Software, die letztendlich, die wir selbst schreiben, wir schreiben die Software, ne, so wie du das auch dann schön formuliert hast. Und dann gibt es ja verschiedene Kategorien. Jetzt, wenn man das mal einfach unterteilt im Leben, wir hatten eben so ein bisschen geredet, das Thema Schlaf kam mal zwischendurch hoch, wir hatten über Ernährung geredet, wir hatten sogar über Mitochondrien geredet, ganz am Anfang, aber auch Entgiftung, das kam hoch. Also sieht für mich aus wie Bausteine. Könntest du vielleicht mal erstmal nochmal eine Übersicht geben über die wichtigsten Bausteine der Epigenetik, und vielleicht gehen wir dann rein in jeden Baustein, dass man vielleicht einfach mal so aus deiner Erfahrung eine Sache raussucht, wo man sagt, das ist jetzt was man da machen kann in der Kategorie, das gibt mir den größten Effekt, damit kann ich mal anfangen zu experimentieren, dass der Zuhörer mal so ein Gefühl kriegt, wie er jetzt direkt nach dieser Podcast hier eigentlich direkt einsteigen kann, selbst die Software für die Epigenetik zu schreiben. Ja, wir unterteilen das in mehrere Bereiche. Die Epigenetik, einmal die transgenerationale Epigenetik, das bedeutet all das, was wir von unseren Vorfahren mit vererbt bekommen haben an Epigenetik, also nicht nur Genetik, sondern auch an epigenetischen Markern. Da war man sich lange nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, aber man weiß, dass das jetzt halt der Fall ist. Dann teilen wir es ein in Psychoepigenetik, also das heißt, was macht unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unser Mindset auch wirklich aus? Welchen Einfluss haben wir hier auf unseren epigenetischen Kreisläufe, auf unsere Genaktivität? Dann ist ein großer Faktor Nutriepigenetik, das heißt, welchen Einfluss hat allgemein Nahrung auf unsere Genaktivität? Also Nahrung ist nicht nur Makro-Mikronährstoffe, sondern Nahrung hat tatsächlich auch Informationen, ja, die wir essen und die bis tief auf unsere Gene wirken können. Dann ist ein ganz wichtiger Faktor auch Sozioepigenetik, das heißt unser soziales Umfeld, aber auch in welchem Umfeld leben wir allgemein. Dann Physioepigenetik, also Physio, das heißt, wie bewegen wir uns sportlich, was machen wir sportlich für uns, wie sieht unser allgemein Bewegungsablauf aus, welchen Einfluss hat dann hier wirklich auch Sport auf unsere Genaktivität, aber auch welchen Einfluss hat denn zum Beispiel andere Gadgets, wie zum Beispiel Infrarot auf uns, ja, oder Sauna, alles das, was auf unseren Körper so von außen wirkt auch. Ein großes Thema ist Schlaf. Das ist unfassbar unterschätzt. Also Schlafmangel ist einer der Killer Number One. Ja. Dann Mitochondrien haben wir schon angesprochen, unsere Energiekraftwerke. Die sind sehr, sehr wichtig, damit die funktionieren, weil wenn die nicht funktionieren, kann unsere Zelle nicht richtig funktionieren, am Ende auch unsere epigenetischen Kreisläufe nicht. Und auch Umweltgifte, wenn wir die drin haben, in unserer Zelle zu viel, können auch für bestimmte Enzyme nicht richtig arbeiten, die wichtig sind, damit zum Beispiel unsere Genetik richtig abgelesen werden kann oder unsere Epigenetik richtig laufen kann. Super, ja, das ist, jetzt hat man die Breite gesehen, was da tatsächlich alles für Bereiche sind. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache. Ich habe jetzt, die sind ja nicht so, trotz alledem nicht so viele Bereiche. Und jetzt kann ich hier hergehen und ich sage, okay, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte eine bessere Performance aufbauen, mehr Energie haben, mich einfach rundum gesund fühlen, dann habe ich diese im Prinzip wie so ein Menü, dass ich diese ganzen, so stelle ich mir das vor, ne, die ganzen Bereiche habe, ah, hier ist der Schlaf, hier ist die Ernährung, hier ist der Sport, ne, und so weiter. Und dann kann ich im Prinzip hergehen,
mir im Prinzip raussuchen, sozusagen von jedem, was gibt es denn da alles heute als Vorspeise, was kann ich jetzt im Prinzip da mal experimentieren mit, und dann kann ich so und so Veränderungen vornehmen und so viel, wie ich an Lust habe. Ich kann klein anfangen, vielleicht mit ein, zwei Sachen. Ich kann natürlich als ich selbst zum Beispiel als Biohacker, ich bin natürlich in jedem dieser Bereiche drin, mache dann viele, viele Sachen, aber ich muss nicht mehr über die vielen Sachen nachdenken, zum Teil, weil es einfach schon Angewohnheiten sind, ne? Aber ich glaube, so die Perspektive, dass ich, wie wir am Anfang gesagt haben, ich suche mir einen guten Sparringpartner, einen Experten, einen guten integrativen Mediziner, ich mache eine Bestandsaufnahme, ich fange an, Biomarker zu sammeln. Und dann kann man sich die Bereiche anschauen, und ich nehme wahrscheinlich auch, gehe davon aus, dann natürlich, wenn du dann die ganzen Biomarker von einem Patienten siehst, dann auch schon sagen kannst, ah, guck mal hier, hier und hier, ne, da können wir jetzt was machen. Nochmal eine Sache, wenn wir auf den ersten Bereich, die transgenerationale Epigenetik, das finde ich ja immer noch super spannend, dass jetzt, was mein Opa, Uropa oder Uroma oder noch sogar weiter zurück, wie die gelebt haben, und ich kenne meine Uroma noch, und Uropa, da war ich ein kleiner Junge, das war noch ein Begriff, und ich weiß, wie die gelebt haben, in welchen Verhältnissen und Umständen, aber jetzt, das heißt mit ganz konkret, dass so wie die praktisch, was die gemacht haben, ihren Lebensstandard und Umfeld ist praktisch, habe ich jetzt mitgekriegt. Ne? Das muss man so sehen dann, oder? Genau, also bestimmte Teile kann man sozusagen mitbekommen. Welche Teile, also welche gewissen Einflüsse, das ist tatsächlich auch noch Stand der Forschung. Aber man hat sogar vor 10 Jahren oder ja, ungefähr vor 10 Jahren noch gesagt, okay, alle epigenetischen Marker werden ausradiert, wenn die Eizelle oder beziehungsweise das Kind erstmal, also wenn die Eizelle befruchtet wird mit dem Spermium, dann wird das erstmal komplett, alle epigenetischen Marker sind weg. Und dann passiert alles nur noch über die Genetik und die epigenetischen Marker kommen dann erst wieder drauf. Und weil man nicht gewusst hat, wie das Ganze funktioniert, jetzt mittlerweile weiß man, okay, bestimmte epigenetischen Marker werden vererbt. Und wir wissen zum Beispiel, wenn unser Großvater ein Trauma hatte, ja, das ist ja praktisch Zweite Weltkriegsgeneration, wenn die ein Trauma hatten, dann wird ein Teil dieses Traumatas sozusagen, diese epigenetischen Marker vererbt. Mhm. Und wie sich das dann am Ende bei uns im Stoffwechsel auswirkt, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber auf jeden Fall bestimmte Marker, die während dieses bestimmten Traumata gesetzt wurden, bei meinem Großvater zum Beispiel, in der Genetik, auf der Genetik, die können vererbt werden. Ja, und das muss einem klar sein. Und das steckt auch in uns noch. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil bei der transgenerationalen Epigenetik, dass uns das teilweise bewusst ist und auch bewusst ist, dass wir bestimmte Dinge mitbekommen haben, die wir nie erlebt haben, und die aber in uns sind und die eventuell auch eine Rolle spielen in unserer Persönlichkeit und in unserem Mindset. Und das hört sich so abgefahren an, ja, und ich habe es selber lange nicht akzeptiert, bis ich es einfach immer wieder miterlebt habe, was sich verändert, wenn man an bestimmten Themen arbeitet, obwohl sie einem nicht gehört haben oder obwohl sie einem nie passiert sind. Mhm. Und das ist so eine transgenerationale Epigenetik, ja. Ja, spannend. Aber natürlich auch, was haben unsere Großeltern, in welcher Umwelt haben sie gelebt? Was haben sie gegessen teilweise? Ja. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, da kann ich natürlich erstmal nichts dran ändern. Was die jetzt gemacht haben, ist halt passiert. Aber letztendlich kann ich dann trotzdem das Hacking benutzen, wahrscheinlich in anderen Bereichen, um jetzt wieder das auch zu kompensieren. Ist eigentlich dann mehr so eine... ja, es ist dann mehr so eine Art Status, was habe ich mitgekriegt oder was habe ich mitgenommen, also dass es doch nicht ein clean Slate ist, wenn ich in die Welt komme, ist kein Clean Slate, sondern da sind bestimmte Software-Routinen, die sind schon da, die habe ich mitgekriegt von den Vorfahren, und das kann natürlich positiv sein, muss ja auch nichts Schlechtes sein, es kann aber natürlich Sachen sein, die vielleicht ein bisschen hinderlich sind oder mein Körper dann dementsprechend anfälliger ist für bestimmte Sachen, ne?
Ja, aber gehen wir mal in den Bereich Psycho rein. Das war ja der erste Mal ganz kurz und wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit mehr. Ich würde nur mal sagen, dass man vielleicht aus jedem Bereich vielleicht so eine Sache rausholt, was dir jetzt gerade einfällt, wo du sagst, das ist mal was, damit kann man jemand experimentieren oder einfach so einen Impuls, ne, so einen Impuls bekommen, was da möglich ist und was bringt das, ne? Also was ist der Impact? Also bei Psychoepigenetik ist es ganz klar, das kennen wir alle, zum Beispiel, wenn wir in der Arbeit Stress haben, ja, psychischen Stress oder emotionalen Stress. Und dieser Stress, der wirkt sich auf unsere Epigenetik aus. Und dass wir hier erstmal anfangen, uns erstmal bewusst zu machen, okay, ich habe Stress und wie kann ich das Ganze für mich positiv verändern? Und in welchem Stuck-State bin ich vielleicht auch gerade? Ja? Wo hänge ich gerade drin? Kann ich nicht bestimmte Dinge verändern, dass mein Körper und mein Mind nicht die ganze Zeit im Stress sind, während ich arbeite oder viel arbeite? Das ist so der erste Teil, ja, der einfach ganz, ganz wichtig ist bei Psychoepigenetik. Und das Ganze kann man natürlich dann auch wieder messen, wenn man sich dann zum Beispiel Neurotransmitter anschaut. Da geht es dann um Cortisolmessungen, aber auch zum Beispiel um Adrenalin, Noradrenalinmessungen. Ja. Und einer der wichtigsten Hacks ist, wenn wir viel Stress haben, können wir unser, ja, und das Enzym pimpen, welches die Stresshormone abbaut, vor allem Adrenalin und Noradrenalin, und das ist das sogenannte COMT-Enzym. Und unser COMT-Enzym mag Methylgruppen. Und Methylgruppen werden gebildet durch einen bestimmten Regelkreislauf bei uns, und der mag ganz gerne bestimmte Kofaktoren. Und einer der wichtigsten Kofaktoren sind B-Vitamine. Ja, wie Vitamin B12 und Folsäure. Hier kann man methylierte, das ist ganz wichtig, wenn ihr euch ein B-Vitamine kauft, am besten B-Komplex kaufen und hier darauf achten, dass man methylierte Folsäure und methyliertes Vitamin B12 drin hat. Und dann hat man da drin diese Methylgruppen, die dieses Enzym benötigt. Und dann kann dieses Enzym sozusagen schneller Stresshormone abbauen. Super. Hast du da ein Produkt, was du gerade so aus eigener Erfahrung gut empfehlen kannst? Einfach, dass Leute mal danach googeln können, sich das Ja, anschauen. also wir in der Praxis arbeiten mit der Firma MitoCare viel zusammen. Die hatten Vitamin B-Komplex, der ist methyliert. Da kann man auf Nummer, da ist man auf der sicheren Seite. Da gibt es noch, ich arbeite auch viel mit MitoCare zusammen, den ist ja auch noch der Methylation Master, der gefällt mir auch ganz gut. Der bringt Genau, da. der Methylation Master ist dann sozusagen das Nonplusultra, wenn man wirklich viel Stress hat. Das ist sozusagen das Produkt, wo man sagt, okay, man kriegt am meisten Methylgruppen. Das ist natürlich das beste Produkt dafür, ja. Ja, gibt viele coole Sachen, aber das war ja erstmal ein Einstieg, wo man sagt, Stress vermindern und vielleicht als Nahrungsergänzungsmittel mal schauen mit B-Vitamin, ne? Also das ist schon mal eine gute Sache dann. Die kann jemand auch nachvollziehen. Bereich Ernährung, wie sieht es da aus? Ja, beim Bereich Ernährung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man versteht, dass wir nicht nur aus Makro- und Mikronährstoffen bestehen oder die Nahrung daraus besteht, sondern zum Beispiel wir auch Informationen mitessen. Da ist ein ganz gutes untersuchtes Nahrungsmittel der Brokkoli. Brokkoli hat bestimmte Mikro-RNAs, nennt sich das, in seiner Struktur. Und diese Mikro-RNA essen wir mit und die geht bis tief in unsere Zellen und kann hier beeinflussen, ob bestimmte Gene richtig abgelesen werden oder nicht, oder was heißt abgelesen werden oder nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass einem bewusst ist, dass Nahrung nicht gleich nur Nahrung ist, sondern dass sie eventuell sogar weitere Informationen trägt und vor allem natürliche Nahrung. Und deswegen empfehle ich einfach wirklich zu sagen, okay, ich esse nicht nur weiterverarbeitete Lebensmittel, sondern ich gehe auf die Basics zurück, ich gehe auf die Natur zurück und esse frisches Gemüse. Na? Und so weiter. Und esse nicht Dinge, die ganze Zeit weiterverarbeitet sind, weil da werden viele, viele Dinge sozusagen kaputt gemacht. Das ist der einfachste Hack. Das heißt praktisch so, auch so, da gibt es ja auch viel, wenn man sich damit beschäftigt, aber so simple Sachen wie, ist es gute organische oder Bio-Lebensmittel, wenn es möglich ist, nicht weiter verarbeitet. Und gibt es ja noch viel mehr, ne? Zucker aufpassen, ne? Und Genau, also dann muss man natürlich auch über das Mikrobiom sprechen, wenn man über Nutriepigenetik spricht.
unser Darm ist eigentlich das wichtigste Organ für uns. Wenn unser Darm nicht gesund ist, dann haben wir ein Problem. Denn wir haben zum Beispiel die Darm-Hirn-Achse gibt es. Und wenn unser Darm unter Stress ist, unter Entzündung ist, dann funktioniert unser Kopf auch nicht gescheit. Und das ist halt wichtig, ja. Das ist sehr spannend und das wissen auch die wenigsten wahrscheinlich, dass diese Verbindung so wichtig ist. Ne? Und das bedeutet am Anfang, wo du gesagt hast, haben wir über Entgiftung geredet, dass jeder von uns sehr, sehr viele Gifte im Körper hat. Die stecken dann natürlich überall in Organen, aber auch im Darm, also überall letztendlich. Ne? Das heißt aber, ich habe so einen Fokus auf diese Entgiftung. Jetzt haben wir Darm gehört, das heißt auch da gucken, Mikrobiom und Darm, was kann man da tun? Ne? Würdest du gerade jetzt für Darm nochmal eine Sache sagen, wo du sagst, das ist was, wo man mit anfangen kann? Das Wichtigste ist, den Haushaltszucker wegzulassen, die Saccharose. Es ist schon so lange bekannt, ja, dass die nur 5 Gramm Saccharose pro Tag, das ist wirklich wenig, der normale weiße Haushaltszucker verändert das Mikrobiom zum Schlechten und kann Darmpilze fördern und so weiter. Und wenn man das schon mal weglässt, das ist schon eine ganz, ganz, ganz gute Sache. Ja. Leider ist die Zuckerindustrie so hart und so gut, wie gesagt, die ist einfach noch so stark, dass einfach dieses Wissen nicht wirklich an die komplette Bevölkerung geht, aber man sieht ja, das ist ja im Vormarsch. Es ist einfach wichtig, auf andere Zuckerarten zurückzugreifen. Einer der besten Zuckerarten im Moment, um das Mikrobiom sogar aufzubauen, ist Tagatose. Kostet 1 Kilogramm Tagatose kostet 100 Euro. Also das Feuer, ja. Tagatose, Galaktose nutze ich auch ganz gerne. Oder auch das D-Ribose, ne? Ribose, oder wie es auf Deutsch heißt. Es gibt gesunde Zucker und ich glaube, wir können einen Podcast nur über Zucker machen. Das ist tatsächlich sehr spannendes Thema, intelligente Zucker, was da alles gibt. Ja. Aber ja, für jetzt erstmal Zucker weglassen bei der Ernährung, das hört man immer wieder. Ne? Das ist jetzt nur noch mal ein anderer Blickwinkel da drauf, warum macht das Sinn. Ne? Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Schlaf. Da vielleicht noch mal eine Sache, was dir so als Schlafhack oder als insgesamt, wo du viel Impact siehst. Also einmal erstmal das Bewusstsein, dass Schlaf sehr wichtig ist, zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf mindestens, und dass hier eine Regelmäßigkeit entsteht. Also wirklich ein richtiger Schlafrhythmus. Das heißt, wann gehe ich ins Bett und wann stehe ich auf? Und dieser Schlafrhythmus sehr regelmäßig ist. Und das heißt, gehe ich um 10:30 ins Bett und stehe halt dann wieder um 7 Uhr auf zum Beispiel, das wäre optimal. Ne? Und ich konnte es selber nicht fassen, aber 8 Stunden anscheinend laut Studien sind wirklich die optimale Zeit. Jetzt misst du aber auch deinen Schlaf mit Ura. Was ist so dein Minimum an Deep Sleep, also Tiefschlaf? Ja, das ist ganz interessant. Aktuell bin ich so ein bisschen am Rumtesten. Also Minimum wünsche ich mir tatsächlich eigentlich 1,5 Stunden Tiefschlaf, ja. Mindestens. Ja, das hört man auch oft. Also, dass die 1,5 Stunden Tiefschlaf, die kommen von vielen Seiten, da scheint was dran zu sein. Ja. Und bist du die meiste Zeit drüber? Es kommt darauf an, wie der Tag davor war. Und ich teste im Moment, das sind auch so ein paar Hacks, sozusagen, wenn man nicht einschlafen kann, benutze ich zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin. Aber auch zum Beispiel GABA. GABA ist eine Aminosäure. Das ist eine Aminosäure, die uns in die Entspannung bringt. Und hier versuche ich im Moment mit Melatonin zum Beispiel, wie hoch kann ich Melatonin dosieren, dass ich gut einschlafe, aber auch nicht zu stark entgifte. Weil Melatonin, können wir später vielleicht auch nochmal können wir später drüber sprechen, bei Entgiftung. Melatonin ist ein Hormon, unser Schlafhormon, was uns in den Schlaf trägt. Und es ist aber auch eine der stärksten Antioxidantien, das heißt Radikalfänger im Körper und Entgifter für unser Gehirn während dem Schlaf. Denn während dem Schlaf entgiften wir. Und wenn wir nicht schlafen, kann unser Gehirn nicht entgiften und irgendwann wird es krank. Das heißt, einer der Hacks ist sozusagen, wenn man wenig schläft, könnte man auch sagen, okay, ich nehme ein bisschen mehr Melatonin an und schau mal, wie viel da rausgewaschen wird. Aber es wäre natürlich jetzt suboptimal. Aber man kann sozusagen so mal Phasen haben,
wo man vermehrt Melatonin einnimmt, um auch das Gehirn so ein bisschen zu entschlacken, in Anführungsstrichen. Und da gibt es ja auch verschiedene Präparate. Biogena hat Melatonin-Tropfen als Beispiel, ne? Und da kommt es auch auf die Dosis drauf an. Was sind denn, ich meine, da kann man natürlich auch nach oben hin, muss ja immer schon schauen, was macht man mit einem Minimalprinzip? Wie viel braucht man tatsächlich? Hast du da irgendeine Idee, was da, wenn du sagst, so ein bisschen erstmal ausprobieren, was für eine Dosis da gut passt? Also ich persönlich habe mal angefangen mit 0,5 Milligramm. Echt wenig, ja. Bis 1 Milligramm sind so hier in Deutschland sozusagen immer empfohlen. Und kommt darauf an, welches Supplement man benutzt. Du hast gerade einen Tropfen angesprochen. Bei Tropfen hat man eine viel bessere Aufnahme, das habe ich bemerkt. Das heißt, hier kann man deutlich weniger nehmen. Wenn man aber Melatonin-Kapseln nimmt, hat man hier eine viel schlechtere Aufnahme von den Milligrammanzahlen. Da kann man wirklich deutlich mehr nehmen. Und dann kann man natürlich hochgehen und man bis zu 10 Milligramm, ja, und zu gucken, okay, wie vertrage ich das, wie tut mir das gut? Aber auf jeden Fall würde ich erstmal mit 1 Milligramm anfangen und dann vielleicht mal hochsteigern, um zu schauen, wie vertrage ich es und wie komme ich aber auch am nächsten Tag wieder raus aus dem Schlaf. Ja, genau. Und das ist ja immer eins der Probleme. Wenn man zu viel davon nimmt, kann es sein, man ist am nächsten Morgen richtig groggy noch. Ja. Genau. Dann ist hier, weniger ist immer mehr. Also deshalb ist auch dieses Microdosing mit 0,5 Milligramm ist irgendwas, was im Prinzip schon wirkt, einen Akzent setzt, aber das merkt man dann am nächsten Tag nicht. Interessant, ich habe gerade wenn wir gerade über Melatonin reden, jetzt auch hier vor ein paar Wochen angefangen zu experimentieren mit Infrarot. Infrarottherapie habe ich jetzt rausgefunden, 20 Minuten Infrarottherapie, wo ich mich, also das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass die praktisch Infrarot triggert die Bildung von Melatonin in den Zellen. Das wird ja in jeder Zelle gebildet, was ja interessant ist als Antioxidanz. Und fand ich super spannend, weil hat man im Prinzip, ohne was einzunehmen, kann man einfach, wenn man Infrarot ist ja draußen in der Natur, ne? Das heißt, wenn ich viel in der Natur bin, im Feld, im Wald, überall, wo Sonne hinkommt, ne? Dann kriege ich eigentlich das for free, dann kriege ich Melatonin gebildet. Aber das Problem ist ja gerade, wir jetzt als Techies oder Führungskräfte, wir sitzen ja die meisten Zeit drin irgendwo im Büro und da kommt keine Sonne rein. Und da ist natürlich dann auch erklärlich, wie ich selbst, ne, zum Teil auch sehr schlecht schlafen konnte damals vor vielen Jahren. Ich war ja in Kalifornien, da ist ja eigentlich Sonne ohne Ende. Aber wenn man dann reflektiert, man war eigentlich die meiste Zeit im Office, ne? Und da kommt in der Regel halt, ist halt weniger Infrarot, ne? Und dadurch wird weniger Melatonin gebildet. Ne? Also es ist ein spannendes Thema. Ich glaube auch da über Schlaf, Hacking und so, da könnte man wahrscheinlich auch noch eine ganze Stunde reden. Aber ich glaube so der Tipp mit, mal schauen jetzt, was man mit GABA hast du erwähnt, aber auch Melatonin in kleinen Dosen, das sind Sachen, die kann man als Biohacker mal experimentieren mit. Gut, vielleicht spannend jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Entgiftung, weil ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Wie kann denn da jemand loslegen? Weil du hast es ja schön gesagt, wir haben das alle, jeder hat es. Man sieht es natürlich nicht. Aber wie kann jetzt jemand starten, um rauszufinden, wie viel Gift ist denn überhaupt in mir drin und wie kriege ich den Kram raus? Also einmal sollte einfach jedem bewusst sein, wir sind alle belastet. Wir sind jeden Tag mit 2.000 bis 3.000 Umweltgiften belastet oder werden wir beschossen und unsere Körper, unsere Leber und unsere ganzen Zellen müssen das Ganze immer wieder rausbekommen. Und ein Teil bleibt in uns drin. Und irgendwann ist es mal an der Zeit, immer mal wieder das Zeug rauszuholen oder vielleicht sogar konstant den Körper zu unterstützen. Immer wieder Substanzen einzunehmen, damit der Körper vielleicht auch mehr entlastet ist oder mehr entlasten kann. Ein interessanter Hack, den ich selber aber noch nicht ausprobiert habe, ist, mehrere Knoblauchzehen zu essen und Bärlauch zu essen. Gleichzeitig, also 3 Knoblauchzehen, ein paar Bärlauchblätter und dann zu schauen, wie geht es mir eigentlich danach? Na, viele beschreiben das oft, ich habe jetzt so viel Knoblauch gegessen, mir geht es gerade so schlecht. Ich vertrage keinen Knoblauch. Aber das ist eher eine Entgiftung und zwar eine Entgiftung von bestimmten Schwermetallen.
die dann im Körper aus der Zelle rauskommen und teilweise dann im Blut vermehrt da sind, mobilisiert wurden und der Körper dann darauf reagiert. Und weil im Knoblauch Schwefel drin ist, hat viele natürliche Schwefelmoleküle. Und natürlich, wenn wir Bärlauch und Knoblauch essen in einer hohen Dosierung, dann mobilisieren wir Schwermetalle. Und das wäre so der einfachste Hack, um mal zu gucken, okay, habe ich denn da hier eine hohe Belastung? Aber grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, ich habe keinen jungen Menschen mehr in der Praxis, der, wenn er nichts für sich tut, der keine Belastung hat mit Schwermetallen oder anderen Umweltgiften. Das bedeutet, was ist der einfachste Hack, schon mal hier unterstützend tätig zu sein, zum Beispiel Schwefel einzunehmen. Ja, niedrig dosiert Schwefel, wie zum Beispiel MSM, um hier ein bisschen den Körper zu unterstützen. Aber da gehört natürlich viel mehr auch noch dazu. Aber das ist schon mal eine Sache, die wenigstens ein bisschen unterstützend tätig ist. Ja, wie du das gesagt hast, selbst in jungen Jahren sitzt da schon einiges fest heutzutage. Und je älter wir werden, umso mehr sitzt er natürlich fest. Ja, das ist klar. Und das Problem ist, man sieht das halt nicht. Ne? Es wird auch, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, normalerweise, da wird nichts gemessen. Ne? Also da wird auch nicht drüber geredet. Deshalb ist das so wichtig, dass man sich erstmal nur bewusst wird, oh, da ist was. Ne? Und dann anfängt, sich mal dafür zu interessieren. Ja? Und klar, so ein Hack kann man immer ausprobieren. Aber das heißt mit dem, wie du das gesagt hast, wenn jetzt jemand dann, okay, jetzt ziehe ich mir den ganzen Knoblauch rein, ne, und dann merke ich anschließend, mir geht es vielleicht nicht so gut oder wie auch immer, dann könnte das ein Zeichen sein, dass halt viel Schwermetalle im Körper sind. Und dann ist eigentlich dann der richtige Weg, geht direkt zu dir, geht zum integrativen Arzt und dann mess mal durch und fang mal systematisch an, das rauszuholen, ne. Genau. Ja, aber das ist ein sehr langfristiges Thema. Ne? Also das muss man auch gleich sagen, wenn man sagt, man ist so motiviert, jetzt let's do it. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der kann über viele Jahre gehen. Ne? Also das ist jetzt nicht, nicht was, was man, was ich auch schon gesehen habe, Leute denken dann, naja, dann mache ich mal ein, zwei Sachen und dann ist das erledigt. Nee, ne? Hast du da Erfahrungswerte mit generell mit Patienten, wie lange im Durchschnitt, bis sich da wirklich was tut, das alles rauszuholen, wirklich wegzumachen auf ein guten Level? Also auf einem guten Level mindestens ein halbes Jahr und zwar richtig, wirklich richtig ausführlich, aber ein sehr, sehr gutes Level, würde ich sagen, mindestens 12 Monate, sehr konstant. Und dann sollte man sagen, okay, jetzt unterstütze ich meinen Körper weiter, damit er, aber nicht in so einer hohen Dosierung, wie wir es halt während der Entgiftung machen, aber ich unterstütze ihn nach den 12 Monaten weiter, damit weniger Gifte die ganze Zeit aufgenommen werden. Also ich beschreibe das immer wie so ein Fass. Das Fass ist irgendwann voll und schwappt über und dann geht es uns nicht gut. Ja. Und was ich mit der Entgiftung mache, ist, ich mache in dieses Fass ein paar Löcher rein und es darf ein bisschen was rausfließen. Und dann schwappt es nicht mehr über und dann geht es uns wieder gut. Aber wenn wir nicht schauen, dass ein paar Löcher offen bleiben, dann haben wir ein großes Problem, weil dann schwappt das Fass irgendwann wieder über, weil wir ja jeden Tag beschossen werden mit dem Zeug. Ja. Und das ist auch ein guter Punkt. Ne? Das ist also nicht so ein One-Time-Ding. Dann macht man dieses Clean-Up systematisch und dann ist es weg. Dann denkt man, das war's. Nee, es kommt ja jeden Tag wieder neu dazu, ne? Und immer mehr dazu. Und deshalb muss man dann diese Kontinuität auch hinbekommen mit allen möglichen Tricks und Hacks. Aber ja, auch das wäre ein Thema für eine separate Show. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Schluss aber auf Mindbase gehen, weil ich finde es jetzt ja so spannend, dass du nochmal ganz kurz das Programm beschreibst, weil ich denke, viele Führungskräfte in der Tat könnten von so einem Programm wirklich fundamental profitieren mit dem Wissen, was sie damit bekommen. Weil es ja diese Kombination auch mit Coaching ist. Als Führungskraft muss ich ein guter Coach sein, ein guter Mentor für mein Team. Das ist also eine Fähigkeit, die man tatsächlich trainieren und erlernen kann. Aber auch wenn ich jetzt dieses Wissen mitbringe, wie ich meine Software updaten kann, sozusagen, das ist natürlich spannend. Und das Programm, was ihr habt, ist ja wirklich einzigartig jetzt in Deutschland, will ich mal sagen, aber auch global. Also ich finde es schon guter Mix. Vielleicht beschreibst du das nochmal ein bisschen, dass die Zuhörer da so ein bisschen Überblick bekommen, was es da jetzt genau geht.
Genau, wir bieten eine Ausbildung an über 6 Monate, wo wir genau durch diese Teilbereiche der Epigenetik gehen, über das, was wir jetzt gesprochen haben, nur dann viel tiefer. Und was können wir denn persönlich für uns tun, beziehungsweise aber auch für unsere Klienten? Wie können wir sie daher heranführen und am Ende dann hier auf diese ganzen Prozesse Einfluss nehmen? Und unser Wunsch war, als wir damals angefangen haben, haben wir gesagt, okay, bauen wir jetzt eine große Community auf, die halt mit uns diesen Weg gehen, dann immer wieder, dass wir hier bestimmte Programme mit ihnen fahren und so weiter. Und dann wurde uns bewusst, wie erreichen wir denn noch mehr oder wie erreichen wir mehr Menschen mit dem Wissen, weil es ist eine riesengroße Herzensangelegenheit für mich. Ja, ich sehe das jeden Tag, ich sehe jeden Tag so viele junge Menschen, denen nicht geholfen werden kann, beziehungsweise sie hätten präventiv so viel davor für sich tun können, damit das nicht passiert, dass sie nicht in eine chronische Erkrankung kommen. Und dann wurde uns klar, okay, wir müssen eigentlich eher die Leute ausbilden, die wiederum die anderen Menschen, die Klienten, Patienten erreichen. Das heißt, es sind Heilpraktiker, Ärzte, Coaches, Führungskräfte oder auch Chefs, ja, von bestimmten Unternehmen. Und dann erreichen wir viel mehr Menschen mit diesem Wissen und am Ende ist mehr Menschen für mehr Menschen gesorgt. Mhm. Und ja, wir haben tatsächlich begonnen mit der Ausbildung. Ich glaube, wir haben letztes Jahr das erste Mal gestartet im März und ein gigantischer Ansturm hatten wir auch jetzt noch. Aber bei uns geht es tatsächlich weiter. Wir werden jetzt auch von Mindbase wird zu Healversity. Das bedeutet, wir sind ziemlich gewachsen. Wir wachsen gerade weiter. Und unsere Vision ist es, diesen Bereich noch mehr auszubauen und auch mehr in diesem Business-Teil zu gehen, noch mehr an die Führungskräfte, mehr an die Unternehmen zu gehen und zu sagen, hey, was könnt ihr denn eigentlich für die Arbeit oder was könnt ihr für eure Angestellten alles noch machen, damit sie auch gesund bleiben? Das ist ja auch in eurem Interesse. Ja, aber auch auf der anderen Seite wollen wir uns mehr in dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich noch etablieren, wo wir auch sagen, okay, für den Endkunden auch, was könnt ihr denn für euch selber noch tun? Ja, ein großer Wunsch oder beziehungsweise wo wir sehr viel Spaß dran haben, sind immer Praxisseminare. Das heißt, das sind so 4 Tage mit uns in so einem schönen Hotel, wo wir dann wirklich am eigenen Körper bestimmte Hacks erfahren, bestimmte Trainings vollziehen. Und das werden wir auch noch ausbauen aktuell. Super, super spannend. Ja, und für jeden, den das interessiert, wir werden die URL natürlich nochmal in die Shownotes tun. Also deine-mindbase.de. Da gibt es jede Menge Infos dazu. Und der Aspekt des Coachings ist auch sehr, sehr wichtig. Den tut ihr auch da auch stark praktisch ausbilden, hervorheben und praktisch diese, gerade der Unterschied zwischen, ist ja als Führungskraft, das ist das A und das O. Ne? Ich kann auf der einen Seite als Mentor agieren und helfen, weil ich die Erfahrung habe. Ich kann aber auf der anderen Seite auch als Coach Mitarbeiter auch sehr, sehr viel weiterhelfen. In der Regel wissen die meisten Leute ja schon, was die Lösung ist in ihnen selbst und das rauszukitzeln mit den richtigen Fragen. Das ist halt eine Kunst, die muss man lernen und die ist nicht einfach. Also daher finde ich das super, dass es so Möglichkeiten gibt und dass ich glaube, Führungskräfte in der Regel wissen da viel zu wenig drüber. Also ich kenne jetzt, wenn ich jetzt gucke, zurückblickend, wie viel von den Führungskräften, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr, ich würde mal sagen, kann ich am Finger abzählen, wenn überhaupt. Ne? Dabei ist so eine Ausbildung wirklich meiner Meinung nach fundamental, weil es wirklich Skills sind, die man aufbauen kann, lernen kann, üben kann. Ne? Und daher ist diese Kombination halt sehr stark. Ne? Aber ich bring die URL auf jeden Fall nochmal in die Notes rein. Gut, dann erst nochmal vielen Dank. Ist vielleicht zum Abschluss. Wir haben ja wirklich viele, viele Themen da aufgearbeitet, mal kurz überflogen. Und da waren ja einige auch praktische Tipps jetzt, die man so rausnehmen konnte. Vielleicht zum Abschluss dann die Frage,
wenn jetzt jemand aus der Show jetzt hier rauskommt, aus der Episode und sagt, oh ja, cool, das ganze Epigenetik, das ist ja super spannend und ja, ich will was tun, ich will proaktiv sein, ich will mal anfangen, loszulegen. Was wären die ersten, nochmal die ersten Schritte, wie man sowas starten kann? Ich glaube, das Starten ist ja immer das Wichtige. Ne? Wie fängt man an? Ja, ich glaube, der wichtigste Start ist, sich mit seinem eigenen Schlaf auseinanderzusetzen. Das ist wirklich das Wichtigste, meiner Meinung nach. Und einem bewusst zu werden, was esse ich jeden Tag? Ja, wie und was esse ich? Und also wirklich die alltäglichen Dinge, die ich jeden Tag tue, zu hinterfragen und zu schauen, okay, kann ich hier bestimmte Dinge, die ich jetzt gehört habe, optimieren? Und für mich sind die ersten wichtigsten Sachen tatsächlich Schlaf und Nahrung. Ja, das ist die, wie sagt man, Foundation. Ne? Der Körper letztendlich verbrennt mit Sauerstoff Nahrung, ja, die wird umgewandelt und das sind die fundamentalen Sachen. Nahrung, Wasser, Sauerstoff, ja, und Schlaf natürlich, um die Regeneration durchzuführen. Super, dann ja, sehr, sehr viele Infos und ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit heute. Und ja, es wird einige Links geben, einige Details, die wir dann alles reinbringen in die Shownotes, sodass jeder dann das nochmal nachvollziehen kann. Und es wird auch eine Übersetzung geben ins Englische nochmal als Subtitles für die Show, dass auch viele der Audience, die im englischsprachigen Raum oder Englisch als primäre Sprache unterwegs sind, dann auch von den ganzen Infos profitieren können. Schön. Vielen Dank für die Einladung, Rainer. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Ja? Bis dann. Ciao.